Hey Leutchens, mein Name ist Chris. Wir spielen Final Fantasy, befinden uns hier von der riesengroßen Mama und wollen diese gleich. Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rüber geklettert sind, kommen wir so schnell nicht wieder zurück. Wir möchten hochklettern. Ja, wir haben alles erledigt. Ich weiß nicht, was noch zu machen gibt. Ich hoffe, dass da oben auch Geschäfte gibt zum Einkaufen und dass die geileren Scheiß haben. Wow. Sag mal, machst du diese Alleskönner-Tour weiter, wenn das vorbei ist? Hatte ich eigentlich vor. Du machst das nämlich gut. Oh. Ja, wirklich. Am Anfang warst du arrogant, abweisend, hielst dich für den Größten. Ich dachte, du wärst ein echt unangenehmer Zeitgenosse. Aber jetzt weiß ich's besser. Du bist eigentlich anders. Das stimmt. Eigentlich bist du einfühlsam. Als Kind war mir das noch nicht so bewusst. Selbst wenn das stimmen sollte, im Kampf bringt einem Güte nichts. Nein, sie stört. Na, Shinra hat weder Güte noch sonst was verdient. Aeris braucht uns. Zeigen wir der Mauer, wer der Boss ist! Weiter. Ah, wir haben alle eins. Ich habe schon überlegt, wie sie sich hochziehen. Ob der eine hält, die andere sich an ihn oder keine Ahnung. Aber jetzt haben wir es ja erfahren. Jeder hat seine eigene. Zack. Na dann, jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kragen. Wir holen diese Aeris da raus. Und dann nichts wie weg. Los. Okay. Eine Stadt in Trümmern. Hier kann jeden Moment alles einstürzen, Leute. Wo ist mein Papa? Ich hab Angst. Brauchst du nicht zu haben. Er ist sicher bald zurück. Bist du verletzt? Hab ich's nicht gesagt? Verdammt, nicht schon wieder! Womit haben wir das verdient? Ob wir hier sicher sind? Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich. Wir müssen da aber rein. Ihr werdet das bereuen. Wir können auf uns aufpassen. Ich habe euch gewarnt. Ach, ich dachte noch was anderes. Seid auf der Hut. Wir... Oh, was für ein schicker Automat. Den geht es ja gut hier oben. Hier brauchen wir nichts. Kann ich mich auch nicht so recht entscheiden. Ist nicht... Bockt mich nicht so. Ja, wir gehen weiter. Wir setzen uns nochmal auf die stylische Bank. Einfach, weil wir es können. Und klettern hier hinauf. Nein, nix. Nur keine Zurückhaltung. Das hat ja gefühlt nur einen getroffen. Autsch. Können dann fast nochmal nach unten klettern wieder und uns auf die Bank setzen.
Jetzt hab ich hier das Sagen. Zack! Auf die Trill! Meine Fresse! Schön. Nein, wir gehen echt nochmal nach unten und setzen uns auf die Bank. Weil jetzt nochmal dann irgendwelche Sachen zu verwenden lohnt nicht, wenn das hier so in der Nähe ist. So, hier ist erstmal nichts weiter. Wir wollen noch weiter nach oben klettern. Weil wir einfach mal die geile Aussicht genießen möchten. Obwohl hier so viel drüber liegt. Ist doch nicht so schick anzuschauen. Aber es geht noch weiter höher. Ach. Lass mich nicht treffen! Nichts überstürzen. An die Arbeit! Hier kommt Barret! Weg los! Au! Sehr schön. Ja, so kann's weitergehen. Nein, wir machen Heil. Und ihn. Nehmen wir gern mit. Die haben auch noch schnell kaputt. Und dann weiter nach oben klettern. Ah, wieder so ein Vieh. Oh, zwei. Ich mag die nicht. Ich glaube, Tränke müssen wir auch ganz, ganz viele haben. Das schaffen wir. Und hält niemand auf. Dein Einsatz. Auf unsere Barrett ist Ballast. Au! Hilfe! So, weiter geht's! Ja! Auf die Fresse! Ja! Ja! Ich seh dich! Nicht so nah! Machen wir mehr Schaden mit dir? Na komm, stirb doch jetzt endlich. Da geht noch was. Ja.
Komm. Mich hält nichts mehr zurück. Okay. Ich sollte mal heilen. Das wird schon wieder. Fühl dich wie neugeboren. Und er riecht das ab. Hier kommt der Retter des Planeten. Weich ist er weg. Das wird lustig. Ui. Schön gewonnen. Ja. War total nervig. Wir heilen noch ein bisschen. War das nur das Kleine? Und kletter weiter hoch. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflug wird das mit Sicherheit nicht. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Kisten. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Was ist da? Oh. Ein Suchtrupp. Ha! Sollen sie nur! Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Oh, so traurig. Ich denke mal, die treffen wir noch. Früher oder später. Weiß ich doch. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Kann ich wieder? Jetzt geht's. Ach, wie ich die hasse. Jetzt schon. Los geht's. So, der eine ist weg und der andere. Ja, ich ruhe erst mal. Müsste gehen. Hört mich denn keiner? Der Kerl von gerade. Schnell zum Shinra-Gebäude. Hakt eure Seile da oben fest.
Wir nehmen die Flugroute. Ein Versuch ist es wert. Zack. Wieder Kröte dann. Was zur... Seid ihr von Avalanche? Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt, was? Unter ist Handlanger! Auf sie! Nicht! Und wir sind hinter uns! Der Feind ist geschwächt! Reicht mit mir! Tschüss! Das sind sie! Festnehmen! Oh, ob ich die hasse. So, wir haben das mal und... Das war's dann. Genug. Ich hab sie! Umzingeln! Wo? Keine Ahnung, wir rennen mal noch ein bisschen weiter. So, die brauchen wir eine Heilung. Wundheilung. Verschwende. Ziel gefunden. Das wird so nichts. Oh. Na komm. Ah, wie dich hasse, du kleiner Krepel. Hältst du mal ein bisschen runter? Okay. Das macht sie wieder. Sie hat ja noch ein bisschen Heilkraft oder halt Zauberenergie. Dann wird es Zeit für die Zugabe. Ob wir da irgendwie raufkommen? Mit einer Seilpistole bestimmt. Hoffentlich bricht nicht wieder was an. Kannst du jetzt was machen? Haben wir noch was? So. Wo ist sie? Sie kann wieder heilen. Muss das beenden? Nein! So, du heilst erstmal. Egal, kannst du mich verteilen.
So. Wir haben noch so eine Energie. Halt mal. Lass mich mal. Ich leg los. Nein. So. So, schnell, 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 schnell. Hat sie nicht? Achso, sie ist gerade komisch da, deswegen. Was macht sie jetzt? Oh, unhöflich, die schläft doch gerade. Anzugreifen. Leute. So, jetzt hat sie ihre. Sehr schön. 3000. Das ist gut. Ich glaube, ich habe eine Bank gesehen und einen Automaten. Könnte sein, dass danach wieder so ein großer Kampf folgt. Cool wäre gewesen, wenn wir vorher hier hingegangen wären und uns ja ein bisschen ausgeruht hätten, hätten wir mehr Energie gehabt, aber so lief es auch ganz gut. So. Wir setzen uns jetzt ganz entspannt hier hin und heilen uns und regenerieren uns. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne kommentieren, abonnieren, bei Däumchen hinterlassen und das nächste Mal wieder einschalten. Es würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bye.